Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gabatrons. Ja, in letzter Zeit packe ich sehr viele Handheld-Spiele aus und heute wieder eins, und zwar WarioWare Gold für die Nintendo 3DS bzw. Nintendo 2DS. Steht ja hier, ist 2DS kompatibel bzw. 2DS XL. Hier sind 300 Minispiele drauf und es ist ein exklusives 3DS-Spiel und ist ab 6 Jahren freigegeben. Das packen wir jetzt mal aus. Das ist, glaube ich, von der Woche offiziell erschienen. Und ich finde den Launch-Trailer, den werde ich auch mal in der Videobeschreibung verlinken. Der ist so richtig cool. Warum hat eine deutsche Stimme jetzt? Die finde ich passend. Viele mögen sie nicht, aber ich finde, die passt. Also guckt euch mal den Trailer an. Und ja, ist auch das Cover finde ich richtig toll. Sieht richtig gut aus. Hier sieht man auch nicht das USK-Flatschen durch das Gelb so sehr. Dann haben wir hier die Rückseite. Bereit für durchgeknallte Minispiele. Wahnsinn. 300 bekannte und neue Minispiele wählen. Und Knöpfe, Touch, Giro, Pusten. Ja, geht zu einem Spieler bzw. zwei Spieler. Es wird eine Version für Software pro Spieler benötigt. Also wenn man es zu zweit spielen will, braucht jeder eine Version des Spiels. Ja, und ich fand das halt interessant. Hier haben wir die Karte. Und ihr wisst ja, ich mag den 3DS genauso gern wie meine PS Vita. Und wenn ich euch ein Spiel zeigen kann, dann zeige ich euch das noch. Und hier haben wir wieder dieselbe Werbung wieder. Schade eigentlich. Keine neuen Titel. Gucken wir mal in das Prospekt rein, ob es hier neue Titel gibt, die 3DS-Familie bzw. 2DS. Ja, Animal Crossing habe ich immer noch nicht. Das habe ich mir vor einiger Zeit gekauft. Hey, Pikmin, Fire Emblem habe ich auch. Da muss ich mal weiterspielen. New Super Mario Bros. 2, das fehlt mir noch, wie auch Mario Party The Top 100. Und Super Mario 3D, den fehlt mir auch noch. Das muss ich mal in dieser Select Edition kaufen. Tomodachi Life ist bestimmt wie Miitopia, wenn man das ausspricht, interessant. Aber es sind Spiele, die spielt man ja endlos. Und ich mag lieber so Spiele mit Story wie Yo-Kai Watch, was ich auch sehr liebe. Ich hoffe ja, dass Yo-Kai Watch 3 auch noch bei uns offiziell erscheinen wird. Im September kommt ja, glaube ich, Yo-Kai Watch Rumble für den 3DS. Hol ich mir aber auch, weil ich Yo-Kai Watch gerne mag. Und ich hoffe mal, da kommen mal neue Folgen zu der Serie. Ja, habt ihr euch Wario Gold auch geholt? Und wenn ja, wie findet ihr die Minispiele? Ist es gut umgesetzt worden oder nicht? Also ich fand es interessant vom Trailer. Guckt euch ihn an und wieder ein weiteres 3DS-Spiel für meine Sammlung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Gabatrons. Tschüss.